Da setzen sich einfach die Interessen der Unternehmen, die mehr Lobbyisten und mehr Druck ausüben können, durch. Herr Ströble, mich würde als erstes interessieren, vor welchen Problemen stehen potenzielle Whistleblower in Deutschland heute, die brisante Informationen haben aus ihren Betrieben oder Behörden, wenn sie damit irgendwie umgehen wollen, weil sie merken, da stimmt was nicht? Na, sie stehen vor dem Problem, dass sie unendlich viel Ärger bekommen, der sich über Jahre hinziehen kann, der ihre persönliche Existenz in Frage stellt, der sie viel Geld kostet, häufig den Job kostet, und in einzelnen Fällen natürlich auch, dass das Strafgericht einschreitet. Und deshalb gab es auch immer schon die Notwendigkeit, damit rechtlich umzugehen. Es gibt keine ausdrücklichen Gesetze dafür, jedenfalls keine ausreichenden. Und so war auch schon als Anwalt, wenn man als Anwalt berät, dann kann man auf eine Rechtsprechung hinweisen. Aber man muss gleichzeitig sagen, dass so eine Rechtsprechung, bis die sich im Einzelfall dann durchsetzt, dass das 5, 6 mehr Jahre dauern kann und dass in der Zwischenzeit natürlich alles im Bach untergeht. Warum ist denn die Gesetzgebung aktuell aus Ihrer Sicht nicht ausreichend? Ich glaube, da setzt sich gerade im privaten Bereich, also im Bereich des Arbeitsrechts, im Bereich der Unternehmen, der Firmen, da setzen sich einfach die Interessen der Unternehmen, die mehr Lobbyisten und mehr Druck ausüben können, durch. Und die das dann verhindern, sind immer wieder die Abgeordneten der Union. Betrifft denn das Thema Whistleblower, betrifft es sozusagen nur die großen Edward Snowdens dieser Welt? Oder wo sehen Sie die Relevanz, wo sehen Sie den Bedarf eigentlich? Das Whistleblower-Gesetz ist nicht nur ein Gesetz für ein halb Dutzend Personen, sondern ist ein Gesetz für den ganz normalen Durchschnittsgeschäftsverkehr, Betriebsarbeit, für den Behördengang und auch im strafrechtlichen Bereich. Es werden ja immer wieder auch Leute verurteilt, die es für richtig gehalten haben, etwa Fehlentwicklung in Geheimdiensten bei der Bundeswehr nach außen zu tragen. Die müssen ermutigt werden, wenn sie wirklich eine Abwägung getroffen haben zwischen dem Schaden, der angerichtet wird, und Grundrechten, strafbaren Handlungen und dem Bruch eines Dienstgeheimnisses oder eines Geheimnisses. Es gab vor, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Jahren eine zumindest teilweise beachtete Studie, die der DGB in Auftrag gegeben hatte, diese Fischer-Lescano-Studie, die ja besagt, dass Deutschland diverse internationale Standards oder Verpflichtungen nicht so richtig erfüllt. Was erfüllt Deutschland dort nicht aus Ihrer Sicht? Man kann das überspitzt so formulieren, dass es kein ausreichendes Gesetz in Deutschland gibt, ist ein Gesetzesverstoß. Weil internationale Regeln, die für Deutschland bindend sind, sowohl der Europäischen Union als auch der UNO, fordern das von allen Staaten, eine Regelung zu schaffen, und zwar immer wieder neu. Und die Bundesregierung verweigert sich, das deutsche Parlament in seiner Mehrheit verweigert sich dieser Verpflichtung. Es gibt dann auch das Argument, dass es ja betriebsinterne Lösungen gäbe, die seien ausreichend vorhanden in den Unternehmen und in den Betrieben. Und das garantiere ja, dass dort Vorfälle gemeldet werden können. Wie ist da Ihre Erfahrung? Also meine Erfahrung ist, dass selbst wenn es das gibt in größeren Firmen gibt es das häufig, aber dass das überhaupt keine Wirkung hat, sondern dass das abgeblockt wird. Und dass da tatsächlich, wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt und sagt, da läuft in der Spitze was falsch, da traut sich einfach keiner irgendwie was zu machen. Das sind Hierarchien, es kommt natürlich immer auf die Firmen an. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es Fälle gibt, wo auch intern solche Sachen geregelt worden sind. Die wollen wir ja auch im Gesetz berücksichtigen. Wie wird es weitergehen mit den gesetzlichen Initiativen für den,
Whistleblower-Schutz in Deutschland, nachdem nun Ihre Initiative auch abgeschmettert worden ist. Wie geht es nun weiter? Naja, wir hoffen auf andere Koalitionen und wir nehmen einfach zur Kenntnis, dass bis auf die Union alle Parteien das immer wieder vor sich her tragen. Da muss ich doch irgendwann mal eine Mehrheit dafür finden. Und auch bei der Union soll ja nicht ganz ausgeschlossen sein, dass da solche vernünftigen Ideen mal eine Mehrheit haben oder akzeptiert werden. Nein, ich bin da fest von überzeugt, das kommt. In der einen oder anderen Form wahrscheinlich relativ bald. Wir müssen dafür sorgen, dass das effektiv wird, dass das nicht verwässert wird und dass das für alle Bereiche des Wirtschaftens, aber auch sonst des Rechtsstaates, also eben auch im Strafrecht, wir zu solchen gesetzlichen Regelungen kommen.